Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Bei der Bund-Länder-Runde zur Corona-Lage heute ließen sich vor allem zwei Ziele ausmachen. Erstens, Anreize fürs Boostern zu setzen. Wer dreifach geimpft ist, kann auch mal schnell auf eine Suppe in die Gaststätte gehen, ohne vorher eine Teststation aufzusuchen. Und zweitens, Vorsorge zu treffen für eine Zeit, in der so viele Menschen gleichzeitig infiziert oder als Kontaktpersonen in Quarantäne sind, dass es zu problematischen Personalengpässen kommt. Deshalb sollen Betroffene so schnell wie möglich ins Arbeitsleben zurückkehren können. Da ging es also um eine Risikoabwägung. Andreas Künast berichtet. Alles Gute im neuen Jahr. Das neue Jahr beginnt, wie das alte zu Ende gegangen ist. Mit Ministerpräsidenten, die auf Bildschirme schauen. Mit Ministerpräsidenten, die sich ganz furchtbar einig sind, was zu tun ist, ab wann und wieso. Einig, dass für die Gastronomie in Deutschland 2G+ gelten soll, also Zutritt für Geimpfte und Genesene nur mit zusätzlichem Test. Ausnahme dreifach Geimpfte. Für sie entfällt die Testpflicht. Das neue Jahr beginnt, wie das alte zu Ende gegangen ist, mit einigen Ministerpräsidenten, die sofort im Anschluss finden, dass die Beschlüsse für ihr Land nicht passen. Deswegen sind wir skeptisch, ob 2G+ in der normalen Gastro jenseits von Disco, jenseits von Bars sinnvoll ist. Ich habe den Gesundheitsminister gebeten, zu prüfen, ob das aus unserer Sicht wirklich notwendig ist. Wir sind da sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch. Das ist die Formulierung von Bayern. Der sind wir wohl beigetreten, weil wir genau unsere Verordnung jetzt erstmal so lassen in den nächsten Tagen, wie sie ist. Für Olaf Scholz zählen nicht die 2 skeptischen, sondern die 14 einverstandenen Länder. Streit kommt nicht vor, als der Kanzler die Videokonferenz schildert. Große Einigkeit, große Handlungsfähigkeit und noch einmal ein großes Versprechen. 30 Millionen Impfungen bis Ende Januar. Vielleicht darf ich den Satz noch sagen, wer eine Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen, sollte da nicht hingehen, sondern eher hinrennen. Das ist jetzt etwas, was in diesem Monat geschehen soll. Weil auch im neuen Jahr die Corona-Politik nicht ohne Widersprüche ist, kritisiert die CDU Scholz für ein Versprechen aus dem Alten. Für diese Aussage zur Impfpflicht. Deshalb finde ich, wäre es richtig, wenn sie für alle gilt, ab Anfang Februar, Anfang März. Inzwischen glaubt kaum noch jemand, dass dieser Zeitplan zu halten ist. Dieses Wort muss am Ende auch gelten. Wir brauchen Tempo und auch Führung bei dieser Frage. Es darf nicht das Gefühl entstehen, dass bei dieser zentralen Frage für die Pandemiebekämpfung taktiert wird. Es muss schnell gehen und das wird es auch. Und davon bin ich sehr überzeugt. Also ich setze mich aktiv dafür ein, dass es dazu kommt. In der Sitzung hat, wie schon diese Woche im Kabinett, Hajo Krömer, der Chef des Expertenrats, vor Personalmangel gewarnt, davor, dass Omikron die kritische Infrastruktur lahmlegt. Auch deshalb müssen Kontaktpersonen, die voll geimpft sind, nicht mehr in Quarantäne. Alle anderen können sich nach 7 Tagen freitesten. Die 7-Tage-Regelung mit eben der entsprechenden Möglichkeit der Freitestung für alle in der entsprechenden Übersicht, die Sie jetzt hier bekommen haben, das ist eine klare, einheitliche Regelung, zu der wir uns alle verständigt haben. Das ist bei der Komplexität der Lage schon eine große Leistung. Die Politik kämpft nicht nur gegen Corona, sondern auch um ihre Einigkeit. Das neue Jahr beginnt, wie das alte zu Ende gegangen ist. Und live aus Hamburg zugeschaltet ist uns der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Peter Tschentscher. Guten Abend, Herr Tschentscher. Guten Abend, Frau Slomka. In Hamburg gilt ja 2G+ ab morgen nicht nur für Restaurants, wie es jetzt in diesen Bundesbeschlüssen steht, sondern auch für andere Freizeit- und Kultureinrichtungen. Haben Sie da heute dafür plädiert, dass das diese umfangreichere Beschränkung auch in die Beschlüsse für alle Bundesländer aufgenommen wird? Das gilt in Hamburg ab Montag, nicht nur für die Gastronomie, sondern für den gesamten Bereich der Freizeit, der Kultur, des Sports in Innenräumen, weil wir sehr hohe Inzidenzen haben. Wir sind einer der ersten Länder, die jetzt von der Omikron-Welle voll erfasst sind. Und deswegen müssen wir das tun, was die Expertenkommission empfohlen hat. So gut es geht, die Infektionsdynamik bremsen und boostern. Beides gehört zusammen und das besagt auch der Ministerpräsidentenkonferenzbeschluss von heute. Aber da geht es ja eben dann für 2G+ wirklich nur um Gastronomie
Und selbst da findet dann zum Beispiel Ihr Kollege Markus Söder aus Bayern, das sei eigentlich nicht so sinnvoll in dieser normalen Restaurantbetrieb. Da bräuchte man das nicht. Bars, Diskotheken und so, ja, die sind sowieso schon geschlossen in Bayern. Aber jetzt in der normalen Gaststätte, um da was zu essen, das sei nicht nötig. Warum finden Sie doch, dass es nötig ist? Es ist nötig, weil wir mit der Omikron-Variante, und die werden auch in Bayern und in Sachsen-Anhalt werden auftreten, diese Omikron-Virus-Varianten. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir in den infektionsriskanten Bereichen, und dazu gehört eben die Gastronomie, weil man dort keine Maske trägt, dass man an dieser Stelle beides macht, den Infektionsschutz an die erste Stelle stellen, also auch testen. Und auf der anderen Seite damit ja auch eine Botschaft zu senden, dass das Boostern jetzt wirklich wichtig ist. Aber auch Geboosterte können sich, wie man inzwischen weiß, infizieren. Und erst recht, wenn die Boosterung schon was länger herliegt, und das wird dann ja auch bei einigen in den nächsten Wochen so sein, nimmt auch da der Infektionsschutz ab, nicht der Schutz vor schwerem Krankheitsverlauf, aber der Infektionsschutz. Also müsste man doch eigentlich dann alle testen, oder? Ja, natürlich, es ist so, dass nichts 100% wirkt. Aber eine Boosterimpfung verbessert die Schutzwirkung der Impfung gegenüber Omikron deutlich. Das ist heute vom Vorsitzenden der Expertenkommission noch einmal ausdrücklich betont worden. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir genug Impfstoff bekommen für die Auffrischimpfung und dass alle diese Auffrischimpfung auch annehmen. Ja, da sagte Herr Scholz ja heute auch, man solle zum Impfen rennen. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, als Sie Ihre eigene Pressekonferenz in Hamburg abhielten, gibt es da Probleme, weil nicht genügend BioNTech-Impfstoff für die Jüngeren da ist. Das ist genau das Problem, in dem wir stehen. Wir haben leider kein Patentrezept. Wir können nur mit dem Impfstoff arbeiten, den es gibt. Die Bundesregierung hat sehr viel mehr moderner Impfstoff besorgen können. Das ist sehr gut. Wir haben ja bis Jahresende 30 Millionen zusätzliche Boosterimpfungen machen können und wollen jetzt bis Ende Jahr noch einmal 30 Millionen hinbekommen. Und da helfen uns die zusätzlichen Moderna-Lieferungen. Aber für unter 30-Jährige brauchen wir weiterhin den BioNTech-Impfstoff für die Auffrischung. Und deswegen sind wir tatsächlich in einer etwas schwierigen Lage. BioNTech-Impfstoff sollte jetzt für die Jüngeren eingesetzt werden. Und ab 30 sollten sich alle mit der Moderna, mit dem Moderna-Impfstoff auffrischen lassen. Also da hakt es noch. Diejenigen, die vielleicht rennen möchten, rennen dann womöglich ins Leere, was ja nicht so schön ist. Na, Sie werden ja beraten. Also jedenfalls in den Impfangeboten in Hamburg wird ausführlich beraten. Und da wird gesagt, dass Moderna ein sehr guter Impfstoff ist. Ja, aber nicht Impfstoff für die unter 30 ist er ja nicht zugelassen. Das nutzt ja nichts, wenn jetzt ein 17-Jähriger sagt, boah, jetzt möchte ich aber auch wirklich endlich auch geimpft werden. Aber es ist hilfreich, dass die über 30-Jährigen jetzt den Moderna-Impfstoff nehmen, wie ich zum Beispiel, der mit 55 Jahren natürlich gesagt hat, meine Auffrischimpfung kann dann mit Moderna durchgeführt werden. Herr Tschentscher, wir erwarten ja nächste Woche, dass da die Zahlen wahrscheinlich noch mal sehr hoch gehen. Also dann reden wir vielleicht auch nicht mehr bundesweit über 50.000, sondern über noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Oder 100.000, 150.000, will es jetzt nicht an die Wand werfen. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass wir immer noch in so einem Datennebel stochern? Dass wir in Deutschland immer diesen Meldeverzug haben an Feiertagen, am Wochenende? Müsste da nicht endlich auch mal wirklich was geändert werden? Andere Länder, Dänemark zum Beispiel, kriegen das ja auch hin. Das ist natürlich bei sehr hohen Datenmengen schwierig, alles zeitnah zu machen. Am Ende ist es ja keine Computertechnik, die man alleine braucht, sondern es müssen immer wieder Menschen auf die Infektionsfälle gucken. Gab es schon Vorinfektionen? Ist das wirklich eine neue Infektion oder nur ein zweiter Nachweis? Das ist eben nicht so trivial, mit Computern abzuarbeiten. Und deswegen werden wir jetzt mit diesen sehr hohen Fallzahlen auch tatsächlich mit den Daten zu kämpfen haben. Die gute Nachricht ist aber ja, dass trotz dieser sehr vielen Infektionsfälle die schweren Erkrankungen, die auf den Intensivstationen behandelt werden müssen, eben sehr gering sind. Und da sind die Datenlagen auch sehr eindeutig. Das Schlimme an der Omikron-Variante ist ihre hohe Infektiosität. Die gute Nachricht ist, im Schnitt sind die Erkrankungen nicht so schwer. Sozusagen der Hoffnungsschimmer dabei. Herr Tschentscher, ich danke Ihnen für das Gespräch an diesem späten Abend, Freitagabend. Sehr gerne. Bleiben wir noch mal bei dem Thema Daten. Tatsächlich mangelt es für ein wirklich gutes Frühwarnsystem für die Kliniken gerade auch immer noch an präzisen Daten. Die Hospitalisierungsrate etwa, die einst als neuer Goldstandard gefeiert wurde, ist nach wie vor das, was Ihre Kritiker von Anfang an attestierten, ein Blick in den Rückspiegel. In den Kliniken
wünschte man sich, man wüsste bei den gemeldeten Infektionen schneller, welche Risiken die Betroffenen in sich tragen. Also Alter, Impfstatus, Vorerkrankungen. Dann ließe sich präziser abschätzen, wie viele der Infizierten in einer jeweiligen Region über kurz oder lang in den örtlichen Krankenhäusern landen. Mit den deutschen Datenlücken hat sich Lothar Becker einmal näher beschäftigt. In der Uniklinik Düsseldorf, wie überall in Deutschland, bereitet man sich wegen Omikron auf das Schlimmste vor. Die Datenlage bei den Inzidenzen in Deutschland könnte aber besser sein. Nur wenige zusätzliche Informationen zu den Neuinfizierten würden helfen. Wenn man jetzt diese Kombination bekommen würde, sozusagen so und so viele über 60, ungeimpft, vielleicht noch bestimmten medizinischen Risikoprofil, wäre das natürlich eine klarere Vorhersage. Weil das sind natürlich die Gruppen, die uns mit dem allerhöchsten Risiko hier im Krankenhaus, die wir zu erwarten haben und die dann auch schwere Verläufe haben werden, auf der Intensivstation liegen. Aber da gibt es natürlich Aspekte des Datenschutzes und auch der Erfassung, die dazu führen, dass wir diese Daten leider so fein aufgelöst in Deutschland nicht haben. Anders als zum Beispiel in Israel wissen Ärzte hierzulande vergleichsweise wenig über die Menschen hinter den reinen Inzidenzzahlen, bis sie eingeliefert werden. Das erschwert die Vorhersage des Infektionsverlaufs in Deutschland. Die Inzidenzen sind ja keine systematische Erfassung, statistisch gesehen, über die ganze Bundesrepublik, sondern es kommt darauf an, wer sich zufällig testen lässt und dann muss auch noch gemeldet werden. Umgekehrt, bei den Hospitalisierungsraten weiß man ja, wer im Krankenhaus ist, aber das ist natürlich ein Bild, was 10 bis 14 Tage zurückliegt. Und das heißt, ich gucke immer in die Vergangenheit, aber ich kann nicht in die Zukunft gucken mit den Hospitalisierungsraten. Professor Schuppert von der RWTH Aachen könnte für die allgemeine Hospitalisierungsrate in die Zukunft schauen, wenn er systematische Zahlen hätte. Also eine qualifizierte Analyse der Infizierten, anonym und aktuell. Das wäre zum Beispiel durch eine repräsentative Bevölkerungsgruppe möglich. Die würde dann regelmäßig getestet und beobachtet. Wenn man solche Daten zur Verfügung hätte, hätte man in Echtzeit sehr schnell zuverlässige Daten über den wirklichen Verlauf der Infektion. In anderen Krankheitsbildern gibt es solche Stichproben in Deutschland schon. Da hätte man ein Monitoring von Covid genauso aufsetzen können. Das wurde nicht weiter verfolgt. Und das ist etwas, was uns gerade bei Omikron im Moment leider auf die Füße fällt. Ohne solche Datenerhebungen gibt es deutschlandweit keine zeitnahen Erkenntnisse, zum Beispiel darüber, wie lange eine bestimmte Patientengruppe durch Omikron in stationäre Behandlung muss. Die hochinfektiöse Mutante offenbart unübersehbar die Schwächen der etablierten Strukturen im deutschen Gesundheitswesen. Unser System, das wir in Deutschland haben, ist eigentlich weniger von den Bedürfnissen der eigentlichen Verfolgung der Pandemie getrieben, sondern eher von den Institutionen, die eben etabliert sind und den Verwaltungsabläufen, die etabliert sind. Das war am Anfang der Pandemie sicher sehr hilfreich. Anders ging es nicht. Man kann sich natürlich schon fragen, ob 2 Jahre nach der Pandemie es notwendig ist, es immer noch so zu machen. Während sich das Personal auf Deutschlands Covid-Stationen auf harte Wochen einstellt, fehlen weiterhin dringend notwendige Daten. Ohne politischen Druck wird es wohl auch künftig kein verlässliches Vorhersagemodell für die stationären Klinikaufenthalte geben. Und mit dem Corona-Thema geht es jetzt auch erstmal noch in den Nachrichten weiter, Heinz. Von Sonntag an werden fast 40 weitere Länder als Hochrisikogebiete eingestuft. Eine entsprechende Liste hat das Robert-Koch-Institut veröffentlicht. Dazu zählt unter anderem Luxemburg. Somit ist von den Nachbarländern Deutschlands dann nur noch Österreich kein Hochrisikogebiet. Die britische Regierung setzt seit heute das Militär in Londoner Krankenhäusern ein. Dort fällt wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante immer mehr Klinikpersonal aus. Zur Unterstützung werden etwa 200 Armeeangehörige in die Hauptstadt entsandt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Und auch in anderen Landesteilen hilft das Militär den Behörden bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. Der Bundesrechnungshof hält den von Finanzminister Lindner vorgelegten Nachtragshaushalt für verfassungsrechtlich zweifelhaft. In einer Stellungnahme für den Haushaltsausschuss heißt es, der Zusammenhang zwischen der 60 Milliarden Euro Zuweisung an den Energie- und Klimafonds und der Bekämpfung der Corona-Pandemie werde nicht schlüssig erläutert. Lindner will 60 Milliarden Euro umschichten, die wegen der Corona-Krise 2021 als Kredite genehmigt waren, aber nicht aufgenommen wurden.
Zum Jahreswechsel hat Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft angetreten. Frankreichs Präsident Macron war zum Auftakt bei einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Paris für einen intensiveren Austausch mit Moskau. Von der Leyen betonte, im Russland-Ukraine-Konflikt werde es keine Lösung ohne Europa geben. Außerdem forderten beide Kasachstan zu einem Ende der Gewalt auf. Danach sieht es in Kasachstan im Moment allerdings nicht aus. Im Gegenteil. Präsident Tokajew erteilte Armee und Sicherheitskräften den Schießbefehl. Das heißt, dass sie auch ohne jede Vorwarnung auf Demonstranten schießen können. Aufrufe aus dem Ausland, eine friedliche Lösung für die Krise zu finden, tat Tokajew als Dummheit ab. In einer TV-Ansprache bedankte er sich aber bei Russlands Präsident Putin für die Entsendung von Truppen. Nach Regierungsangaben wurden in den vergangenen Tagen Dutzende Menschen getötet und fast 4000 sollen festgenommen worden sein. Axel Storm und Christian von Rechenberg mit den Bildern und Informationen, die uns aus dem Land erreichen. Aziz ist eigentlich Bankmanager. Heute managt er eine Kreuzung in Almaty. Freiwillig. Hauptsache irgendwas Sinnvolles tun für seine Mitbürger. Es schmerzt ihn, sagt er, was er sieht. Was geschehen ist. Aus der Ferne hört man noch immer Schüsse. Ich glaube, der Staat wird nach den Ereignissen der letzten Tage nicht umhinkommen, Zugeständnisse zu machen. Den Menschen zu helfen. Die Menschen hier leben in Armut. Rund um die Hauptstadt Nur-Sultan haben sie 6 Checkpoints eingerichtet. Während Menschen im ganzen Land versuchen, an Bargeld zu kommen, während noch in der Nacht der TV-Sender Mir brennt und die Verwüstung allgegenwärtig ist, spricht der Präsident davon, dass die verfassungsmäßige Ordnung wiederhergestellt sei. Und behauptet, Terroristen beschädigen weiterhin Staats- und Privateigentum und setzen Waffengewalt gegen Bürger ein. Ich habe den Strafverfolgungsbehörden und der Armee den Befehl gegeben, ohne Vorwarnung das Feuer zu eröffnen. Die Unruhen seien aus dem Ausland orchestriert, wird weiter verkündet. Allein die Metropole Almaty sei von 20.000 sogenannten Banditen angegriffen worden. So wird der Ruf nach den russischen Soldaten gerechtfertigt, die die Gefahr abwehren sollen und deren Präsenz in Kasachstan für die Kameras inszeniert wird. Eigentlich ist es ein Konflikt der Bürger mit ihren Herrschern. Jetzt aber gibt es einen neuen Aspekt, Intervention von außen. Die Regierung hat die ausländischen Soldaten eingeladen. Und die ersten Maschinen aus Russland sind schon in Almaty gelandet. Eine Luftbrücke bringe Soldaten rund um die Uhr, heißt es. Alle Soldaten der russischen Eingreiftruppen sind speziell ausgebildet und haben Kampferfahrung. Und während die Soldaten ausladen, laufen woanders die diplomatischen Drähte heiß. Der Westen appelliert an die Vernunft. Wir haben eine sehr enge Beziehung zu Kasachstan. Wir beobachten die Ereignisse mit großer Sorge und ermutigen jeden, eine friedliche und konstruktive Lösung zu finden. Chinas Präsident Xi ließ im Fernsehen anderes verkünden. Er lobte den Schießbefehl als, Zitat, starke Maßnahme. Gegen eine Bevölkerung, die sich wehrt, die unter Misswirtschaft und Repressionen leidet. Russland hingegen verfolgt seine eigenen Ziele. Kasachstan, Ukraine, Belarus, das sind schon ganz schön viele Baustellen, die Russland in seinem sogenannten Hinterhof hat. Also in den Regionen, die vom Kreml als Einflusssphären betrachtet werden. In der Ukraine ist es ein selbstgefälltes, gefährliches Machtspiel. Die Unruhen in Belarus und Kasachstan hingegen dürfen dem Kreml selbst eher ungelegen kommen. Hinzu kommt dann noch auch das militärische Engagement in Syrien oder die Probleme mit Afghanistan. Russland wäre nicht die erste Großmacht, die Gefahr läuft, sich zu übernehmen. Zumal es dadurch ja auch reichlich Konfliktstoff mit dem Westen gibt. Nächste Woche ist erstmals seit 2,5 Jahren wieder ein NATO-Russland-Treffen anberaumt. Im Vorfeld dazu haben sich die westlichen Verbündeten heute auf einem Sondertreffen beraten. Anne Galinek berichtet. Es sind diese Satellitenaufnahmen, die die NATO-Partner nervös machen. Der Aufmarsch von russischen Truppen an der ukrainischen Grenze geht unvermindert weiter. Zu sehen sind Militärfahrzeuge, Zelte, neu errichtete Gebäude. Von Deeskalation keine Spur. Der russische Präsident will damit Druck auf den Westen ausüben.
Kurz vor Weihnachten verschickte Wladimir Putin eine Liste von Forderungen, sogenannte Sicherheitsgarantien, über die Putin bei den Treffen der nächsten Woche reden will. So verlangt Russland von der NATO die Zusage, dass die Ukraine dem Bündnis niemals beitreten werde. Dass die NATO keinerlei militärische Aktivitäten in Osteuropa durchführen solle und dass die USA alle Atomwaffen aus Drittstaaten abziehen müssten. Doch noch bevor sich die Militärs und die Außenminister der 30 NATO-Mitgliedstaaten am Nachmittag zusammenschalten, ist klar, dass die Allianz Russlands Forderungen nach einem Stopp der Osterweiterung ablehnen wird. Alle Länder, unabhängig von ihrer Größe oder wer ihre Nachbarn sind, haben das Recht, über den eigenen Weg und die eigenen Verbündeten zu entscheiden. Dies ist seit Jahrzehnten ein Gründungsprinzip der europäischen Sicherheit. Und Russland hat sich ebenfalls dazu bekannt. Das könnte auch Teil des russischen Plans sein, dass sie eine Liste von absolut unerfüllbaren Forderungen aufstellen, um dann zu sagen, dass wir darauf nicht eingehen, um das dann als Vorwand zu nutzen für eine Aggression. Was also können die Gespräche zwischen Russen und Amerikanern und die im NATO-Russland-Rat bringen? Wenigstens reden heißt die Devise, sich gegenseitig informieren, Übungen ankündigen. Die NATO will vor dem Treffen Geschlossenheit demonstrieren und doch gibt es mindestens zwei Lager. Die einen Team-Dialog mit Deutschland und Frankreich als Hauptvertreter. Es geht um traditionelle Russlandfreundlichkeit, um Wirtschaftsinteressen und den Glauben, dass Dialog nie falsch sein kann. Frankreich wird weiter mit Russland reden. Ich hatte zwei lange Telefonate mit Präsident Putin in den letzten Wochen und ich werde in den nächsten Tagen wieder mit ihm reden. Die anderen Team Härte. Balten und Osteuropäer hier bei einer NATO-Übung sind traditionell russlandfeindlich. Sie fürchten Zugeständnisse der Westeuropäer an Putin über ihre Köpfe hinweg und wünschen sich nicht Dialog, sondern Abschreckung. Angesichts des zunehmend aggressiven Verhaltens von Russland gegenüber der Ukraine glaube ich, dass es im Interesse der NATO liegt, die Truppenpräsenz im Baltikum und in Polen zu verstärken. Ein Wunder ist also nicht zu erwarten, ein Durchbruch auch nicht. Möglicherweise wäre es schon ein Erfolg, wenn die NATO mit einer Stimme spräche und Russland sich die Kritik des Westens wenigstens anhört. Und jetzt noch mal Heinz mit Wirtschaft. Und heute auch noch einmal mit dem Thema Inflation. Denn nachdem es gestern neue Zahlen für Deutschland gab, kamen heute Daten zur Teuerung im Euroraum insgesamt. Dominik Lessmeister, wie sieht's da aus? Ja, mit 5% ist die Inflation in der Eurozone im Dezember auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Der höchste Wert seit Einführung des Euro. Die stärkste Preissteigerung wurde in den baltischen Ländern gemessen. In Estland war die Inflation mit 12% am höchsten, im Mittelfeld die Niederlande mit 6,4. Den niedrigsten Wert meldet Malta mit 2,6%. Die Rufe werden lauter nach einer Zinserhöhung der EZB. Andererseits könnten höhere Zinsen das Wirtschaftswachstum bremsen. Herausforderungen für den neuen Präsidenten der Bundesbank, Joachim Nagel, bekam heute vom Bundespräsidenten seine Ernennungsurkunde. Nagel übernimmt die Führung der Bundesbank in unruhigen Zeiten. Denn als Vertreter Deutschlands im EZB-Rat ist er verantwortlich für die Geldpolitik der Eurozone. Spannend wird nun, ob Nagel wie sein Vorgänger Weidmann auf eine Kurskorrektur drängt. Euphorie herrscht zum Wochenschluss an der Börse nicht. Der DAX verlor heute 0,65% auf 15.947 Punkte. Für die erste Handelswoche des Jahres ergibt sich aber immerhin ein leichtes Plus von 0,4%. Dominik Lessmeister, vielen Dank. Die Fußball-Bundesliga ist in die Rückrunde gestartet. Tabellenspitzenreiter Bayern München hat 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Die deutsche Handballnationalmannschaft hat ihr vorletztes Testspiel vor der EM gewonnen. 30:26 hieß es am Ende gegen die Schweiz für die neu formierte Mannschaft von Bundestrainer Gislason. Gleich 9 Debütanten reisen mit zur EM in Ungarn und der Slowakei, die nächste Woche beginnt. Letzter Testspielgegner am Sonntag ist Olympiasieger Frankreich. Er verwirklichte wirklich den amerikanischen Traum. Vom Tellerwäscher zum Hollywood-Star.
Aber er lebte auch die amerikanischen Albträume, den Rassismus und die Benachteiligung der Schwarzen. Auch als Schauspieler in der Traumfabrik. Sidney Poitier schaffte dann aber, was kein Schwarzer vor ihm schaffte, mit einem Oscar für die beste männliche Hauptrolle auf der Bühne zu stehen. Im Alter von 94 Jahren ist er jetzt gestorben. Antoine Kurschilgen erinnert an diesen Weltstar und seinen Lebensweg. Verdammter Mist. Was? Das ist ein FBI-Zugangscode. Er war einer der ganz großen Charakterdarsteller in Hollywood. FBI-Datenzentrum. Hier, Special Agent Carter Preston. Ich brauche eine Abspielung des Einsatzberichtes November Alpha, 9.15 Uhr dieses Jahres, eingereicht durch Agent Witherspoon Timothy I. Und ich habe es eilig, verdammt. Sidney Poitier als FBI-Agent, der versucht, ein Attentat auf die First Lady zu verhindern. Ich bin ein richtiger Held, dank Ihnen. Der Agent, der die First Lady gerettet hat. Ich könnte für den Rest meines Lebens Scheiße bauen und wäre trotzdem unantastbar. Poitier, dessen Karriere am Broadway begann, glänzte 1963 in Lilien auf dem Felde. Ein Film, der sich behutsam und humorvoll mit Rassismus in den USA auseinandersetzt. Dafür wurde er mit einem Oscar ausgezeichnet. Er war der erste schwarze Schauspieler, der einen Oscar als bester Hauptdarsteller gewann. It is a long journey to this moment. Auch im echten Leben setzte er sich ein für die Gleichberechtigung von Afroamerikanern. 1963 Poitier an vorderster Front bei Protesten der Bürgerrechtsbewegung in Washington. Der US-Amerikaner war auch Staatsbürger der Bahamas. 1997 wurde ihm eine besondere Ehre zuteil. Er wurde zum Botschafter der Bahamas in Japan berufen. Meine Aufgabe als Botschafter konkurriert nicht mit meinem Beruf als Schauspieler. Beides passt gut zusammen. Ich bin nicht gezwungen, eine der beiden Aufgaben zu bevorzugen. So, they will be both working in tandem. There are times. Es gibt Zeiten, da mache ich Filme als Schauspieler oder Regisseur, aber ich werde immer meiner Verantwortung als Botschafter nachkommen. Für sein Engagement wurde er 2009 auch von Barack Obama ausgezeichnet mit der Freiheitsmedaille des Präsidenten. Sidney Poitier wird in Erinnerung bleiben als engagierter Bürgerrechtler und als großartiger Charakterdarsteller. Ja. So, das war's von uns. Und jetzt gleich geht es weiter mit der Doku Der Schatz des Priamos. Wem gehört das Gold von Troja? Entdeckt hatte es ja der vor 200 Jahren geborene Heinrich Schliemann, an dessen umstrittenes Erbe in diesem Jubiläumsjahr vielfach erinnert wird. Und uns beide gibt es dann morgen wieder um 22.45 Uhr. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Kaum ist das eine Schnee- und Regenband hier nach Osten abgezogen, kommt schon gleich ein neues Schneetief heran. Das überquert uns heute Nacht und morgen über Tag. Dann wird es vorübergehend ein bisschen freundlicher, aber das dauert nicht lange, denn dann kommt hier von Westen schon gleich das nächste Wettersystem heran und bringt von Westen wieder Schnee und Regen. Heute Nacht also fällt erstmal noch Schnee und Regen hier im Osten, dann kommt das kleine Tief heran, das bringt vielleicht auch mal Gewitter mit und es wird gefährlich glatt auf den Straßen. Nicht nur in den Mittelgebirgen können 2 bis 10 Zentimeter Neuschnee fallen und die bleiben in jedem Fall auch liegen, denn die Temperaturen sinken auf +1 bis -7 Grad. Über Tag wird es dann milder, dann geht es dem Schnee im Flachland auch wieder an den Kragen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -1 und +6 Grad. Morgen Vormittag schneit es noch hier entlang der Alpen, auch Richtung Thüringen, dann wird es erstmal ganz freundlich. Das ändert sich aber schon am Nachmittag, wenn mit einem stürmischen Südwind von Westen wieder neue Schnee- und Regenwolken herankommen. Am Sonntag wird es dann sehr gräuslich. Es gibt Schnee und Regenfälle, auch mal Graupelgewitter. Und hier im Thüringer Wald und im Erzgebirge können bis zu 20 Zentimeter Neuschnee fallen. Die Sonne sehen wir kaum mal, wenn dann wohl allenfalls an der Ostseeküste. Das Gute an dem Wochenende ist, irgendwann ist es vorbei. Und dann kommt die neue Woche und die bringt uns deutlich ruhigeres Winterwetter.
Guten Abend.